Servus miteinander und herzlich willkommen wieder zurück zu RimWorld. Ja, lassen wir es mal ein bisschen laufen, während es hier ein bisschen regnet, würde ich mal sagen. Und wir haben unser altes Problem, und zwar kein Futter, wie es aussieht. Aber Gott sei Dank wird gerade die Ernte eingefahren. Bene, wo läufst du hin? Ruht sich aus, kannst du vielleicht ein bisschen Reis mitnehmen? Genau, du trägst Reis. Kommissar? Weißt du was? Wir tragen jetzt mal alle ein bisschen Reis nach Hause. Damit die Mädels in der Küche kochen können. Und ja, es ist ein bisschen her, wo ich das letzte Mal aufgenommen habe. Dementsprechend weiß ich ja auch nicht mehr so 100% was Sache ist. Aber ja. Engo ist weiblich, alles klar. Wir haben momentan eh niemanden auf der Warteliste, wenn ich mich nicht täusche. Marlo gibt uns dafür einen Daumen nach unten. Das finde ich jetzt nicht so nett. Knistermister schleppt auch noch ein bisschen Reis weg. Lader, weißt du was? Du erntest Reis. Kannst du den mal bitte wegräumen, damit hier vielleicht mal bald nachgesät werden kann? Das hat bereits benutzt. So, dann klappt es mit dem Futter auch irgendwann mal. Die Medizin sollte mal reinbringen, ne? Timo, wenn du gegessen hast, bitte reinschleppen. Danke. Naja, eigentlich muss ich mich jetzt sogar noch bei euch entschuldigen, dass die letzte Woche, diese Woche so gesehen, kaum Videos kamen. Es war sehr viel geplant, aber ich bin aus diversen Gründen zu nichts gekommen. Aber ja. Viele Gründe. Und ich glaube, mehr muss ich dazu nicht sagen, nehme ich an. Denn ich kann einfach mal auf euer Verständnis hoffen. Und dann gucken wir mal, wie es unseren Gefangenen geht. Verhungern die? Nee, die prügeln sich. Oh, da hat jemand bald Hunger. Da hat jemand bald Hunger. Da hat jemand Hunger. Da hat jemand Hunger. Oh, Timo kommt schon zum Verarzten. Nee, der schleppt einfach nur die Dinger da rein. Timo, wenn du damit fertig bist. Genau. Timo geht direkt dazwischen und rennt weg. Im Nahkampf angreifen. Wunderbar. Und gefangen nehmen. Und gibt es da irgendwas Schlimmes? Prellungen? Oh, da wird geblutet. Robin, was machst du? Leon, was machst du? Moment, wer blutet hier? Tamara blutet. Erstmal behandeln. Weißt du was? Wir hoffen mal, dass es hier keine Wundinfektionen gibt. Notfalls schneiden wir hier das Bein ab und wir sparen jetzt mal ein bisschen Medizin bei unseren Gefangenen. Und vielleicht könnte da doch mal jemand aufräumen. Leon, wenn du damit fertig bist, kannst du vielleicht anfangen mit dem Füttern. Damit uns die Gäste hier nicht verhungern. Lada, was machst du gegenwärtig? Erntet Reis. Alles klar. So, Brian schleppt. Wenn du mit dem Essen fertig bist, kannst du hier drin vielleicht noch putzen. So, Sam und Stella und Natalie kochen munter weiter. Das ist doch schön. Drinnen haben wir 22 Grad. Ah, das können wir mal wegklicken. Zerrissene Kleidung ohne Ende. Haben wir noch Ersatzkleidung? Ja gut, die ist ja komplett schon irgendwie angenagt. Aber wir sind hier überdacht. Da dürften die Sachen eigentlich nicht kaputt gehen. Merkwürdig. Weißt du was, sobald wieder alle aufstehen, also lassen wir jetzt mal Vollgas laufen, damit die Nacht durchgekocht werden kann. Und ja, da ist Justin. Wie ich vorhin kurz noch gelesen habe, hat er irgendwas gefragt von nach mir, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, die Kommentare richtig zu lesen. Ich habe halt nur die Benachrichtigung gelesen. Ja, da ist Justin. Mal gucken. Mal gucken. Ja, Kommentare muss ich auch noch beantworten, das stimmt.
Da bin ich auch noch nicht wirklich so dazu gekommen. Aber Hauptsache, wir haben unser Stromproblem gelöst. Weißt du was? Arbeit? Alle schleppen dann mal. Selbst unsere Köche. Damit der ganze Reis dann mal eingefahren wird. Ist doch schön, dass alle schleppen können. Wobei, manche Sachen werden dann halt anders erledigt. Wenn ich mir das hier so mit der Feldarbeit angucke. Ich hoffe, ich vergesse die Leute dann nicht. Ich möchte halt mal, dass sich das Lager wieder füllt. Versteht ihr? Wir haben hier so viel Zeugs, was rumliegt. Das sollte halt nicht rumliegen. Genau, füllt hier alles sauber auf. Gut, hier ist alles weg. Sehr schön, weil wir wollen ja nicht, dass das alles vergammelt. Dann können wir das hier wieder alles runterschrauben. Wird dann zwischendurch auch mal geputzt und so. Schätzen, bauen seine Bude eigentlich aus. Giftschiff. Oha. Das will jetzt die gesamte Gegend vergiften. Und direkt vor unserer Haustür auch noch. Wie viele Patronen haben wir denn? Sechs. Jetzt sollten wir uns mal darum kümmern, dass hier ein bisschen was produziert wird und so. Guck mal, da sammelt sich auch schon der Kraftstoff an. Das ist schön. Herr Kommissar, was machst du gerade? Wo steckst du? Hier. Ruht sich mit anderen aus. Ja gut, wenn du mit Engu fertig bist am Quatschen, dann baust du uns hier noch ein paar Granaten und so ein Quatsch. Genau. Kommissar, mach mal weiter. Dass hier jetzt aber auch noch ein Giftschiff landen muss, das ist ja auch wirklich die höchste Höhe. Weißt du was, solange wir es nicht angreifen, wird auch nichts passieren. Dementsprechend würde ich mal sagen, hauen die da mal die Heimzone drauf, damit die mal schnell gelöscht wird. Weil die Aliens kommen da erst raus, wenn wir irgendwie draufballern. Verstehst du? Guck mal, da ist ein Bär, da liegt ein Dingskirchen. Ein Wildschwein. Weißt du was? Das Wildschwein können wir mal hier jagen. Kommt da noch wer? Friedensgespräche. Ja, den Bären erledigen wir gleich. Weil das Feuer unter Kontrolle ist. Ich möchte kein Raubtier in der Nähe haben. Ihr bleibt bitte mal hier. Ach so, da hat sich das Feuer außerhalb der Heimzone herausgebreitet. So wird es nicht gelöscht. So. Dann würde ich mal sagen, Feuer frei. Schießt euch bitte nicht gegenseitig an. So, nochmal draufballern. Schussübungen und so. Mit dem Alienschiff möchte ich mich wirklich nicht anlegen. Dann machen wir vielleicht noch die Wildschweine hier platt. Genau. Dann haben wir ein bisschen Fleisch. So, dann könnt ihr eigentlich wieder gehen. Bitte alles markieren. Brine, raffiniert Kraftstoff. Nein, danke. Pyrorisiere, trage Wildschwein. Du entfernst Schutt. Trägst du mir mal bitte dir das Wildschwein? Timo, was machst du? Trägt Stahl. Ja gut, Stahl kann man machen. Gabriel, nimm bitte mal den Bären mit. Ja. So, dann können wir die Heimzone hier wieder wegmachen. Was wir auch machen könnten, wäre die ganzen Geschütze, die hier rumstehen, mal hier irgendwie hinstellen, so außen rum, und da versuchen, das Teil mit Geschützen auseinanderzunehmen. Oder wir bauen neue hin. Aber wir haben halt nicht so viele Metallteile und Stahl. Wie viel Stahl haben wir denn? 576, ja. Und wir müssen halt noch so viel machen, verstehst du?
So. Würde ich mal sagen, tun wir hier mal ein bisschen was priorisieren, damit da was wieder vorangeht in Sachen Feldarbeit. Mhm. Weißt du was, wenn ihr für euch mal drum kümmert, Justin, du kannst dich auch um Feldarbeit kümmern, wenn du gerade nicht mit den Tieren beschäftigt bist. So, Natalie schläft. Stella kocht. Sam, was machst du? Ruht sich aus. Hast du dir verdient, nehme ich an. Bestimmt. Yep, hast du dir verdient. Stella, du müsstest eigentlich hellwach sein. Genau. So, bevor du da weiter kochst. Großhändler von konföderierten Dingskirchen sind da. Ist doch schön. Genau, zack, stückel erstmal das Fleisch. Rächt sich, Friedensgespräche uninteressant. Gucken, vielleicht haben die was Interessantes dabei. Wollen wir die Kühe kaufen und züchten? Lamas. Nee, Alpaka. Ein Alpaka, ein Alpaka. Das kommt aus Alpakastanien und so. Ja, mit dem Lama ist es besser. Gut, dann werden wir mit denen... Oh, Häschen. Weißt du was, wir könnten auch mal wieder was jagen gehen. Wildtiere. Oh, Füchse und Grizzlybären gibt es hier eine ganze Menge. Ist der? Auch nicht weit weg von uns. Die eventuell auch platt machen können. Moment, habe ich die Zone hier schon wieder deaktiviert? Ja. Weil wir wollen ja nicht, dass die ständig zum Putzen rausgehen. So weit kommt's noch. Und wer ist eigentlich mein sozialster Kollege hier? Arbeit, Aufsehen, Gabriel 8. Robin hört nicht, ist aber unser bester sozialer Mensch. Justin 12. Ja, Justin wird wohl verhandeln müssen. Justin, wie geht's dir denn so gesundheitlich? Ich glaube, du kannst auch gut verhandeln. Aber vorher ist dir eine Kleinigkeit, da gebe ich dir recht. Neue Liebhaber. Brian und Lada. Alles klar. Wo schlafen die beiden denn? Wo seid ihr? Ach, da auf diesem Feld. Brian und Lada. Ah, guck mal, die sind schon zusammengezogen. Damit haben wir hier ein freies Doppelbett. Hier auch eins. Ja, also für neue Kundschaft haben wir eigentlich genug. Louis, hast du schon gegessen? Nein? Nein? Hm. Robin? Du bist so gut wie wach, komm. Essen bringen. Ausziehen, was? Mhm. Gut, jetzt anscheinend keinen Hunger. Füttern. Achso, du kannst sie nur füttern, weil du kein Aufseher bist, sondern Doktor. Ich versteh's nicht. Ihr habt doch alle Hunger, oder? Naja, wir sehen gleich mehr. Genau, dann können wir hier noch Essen bringen. Stella zerhackstückelt immerhin noch die Wildschweine. Das ist schön. So, wo sind die Jungs? Da. Justin? Melkt eine Bomalupe an, wenn du schon mal hier vorbei bist. Wo ist ein Händler hier? Handle. Ich glaube, dann können wir es uns definitiv erlauben, Menschenfleisch zu kaufen für unsere Kannibalen. Weißt du, was wir kaufen? Das Bärenfleisch, das Schweinefleisch, ich meine das Biberfleisch kaufen wir. Weißt du was, wir könnten auch die Pilze kaufen. Damit sind wir schon weit über dem Preis. Weißt du was, wir können eigentlich das ganze Leder verkaufen. Damit wir mehr oder minder auf plus minus null kommen. Gegenwärtig tun wir eh keine Kleidung stricken. Oh, das ist schon wieder ein bisschen zu viel. Ich will ihm sein ganzes Gold abnehmen, verstehst du? Beziehungsweise sein ganzes Silber. Machen wir so. Das ist noch was Interessantes. Kräutermedizin hat er zwei Stück dabei. Nehmen wir auch an uns. Holz schleppen die mit sich mit. Ist halt ein Großhändler, ne? Weißt du was, wir können... den ja auch noch die abgeranzte Kleidung mitgeben. Dann müssen wir die schon mal nicht entsorgen.
Da freuen die sich doch bestimmt, ne? Ja, ich muss mir die ganzen Prozentwerte angucken. Excellent 88. Ja, ich weiß, wir müssen noch was kaufen von dem. Vielleicht nehmen wir sein ganzes Holz weg. Also das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg, damit es keiner anzieht. Weißt du was, ich glaube, wir kaufen sein ganzes Holz. Oder wir balten ein bisschen Leder. Bären. Hat er nisch? Stoff könnte man kaufen. Man weiß ja nie, wann man Stoff braucht. Außerdem sind wir eh schon sehr weit über dem Wert. Genau, kaufen wir ein bisschen Stoff ein. Also ich glaube, der würde sogar Joints kaufen, oder? Der Typ hier. Naja, dafür kriegen wir zwar nicht viele, aber hey. Ich überlege, ob wir das Menschenfleisch kaufen. Weißt du was? Wir kaufen den auch noch hier Pemikan weg. Was soll denn der Geiz, ne? Tiere und Kühe. Weißt du was, wir versuchen jetzt nochmal mit der Zucht. Dann können wir denen halt noch ein bisschen Leder andrehen. Ja. Dann wir noch ein bisschen Silber mit davon nehmen. Hoppala. Ja gut, das ist halt nicht viel wert. Weißt du was? Nimm noch so eine Stammeskleidung. Nimm zwei, dann sind wir quitt. So, ich würde mal sagen, dann muss es wieder jemand reinschleppen. Ich glaube, das machen mal alle, die wach sind. Ich glaube, das war ein gutes Geschäft, ne? So. Dann müssen wir natürlich noch die neu erworbenen Tiere ins Tiergebiet zuweisen. Genau. Weißt du das? Die vermehren sich doch bestimmt, wenn wir denen Gehorsam beibringen, ne? Könnte funktionieren, muss es aber nicht. Guck mal. Danielle ist schwanger. Ist doch schön. Ist da das Tiergebiet? Darfst du da hin? Entschuldigung, da musste ich mal kurz niesen. So, schleppt ihr das Zeug weg? Hallo? Marlo, kannst du bitte mal das Pemikan wegschleppen? Timo? Ich weiß, du besuchst gerade ein Grab. Justin? Dragen? Gabriel? Trägt Hase tot? Stella trägt Kräutermedizin? Na los, schleppt das alles weg. Hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp. Achso, die schleppen jetzt erstmal das ganze Kleinzeug hier. Kommissar raffineriert weiter. Nee, 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 nee. Jetzt wird sich hier nicht ausgeruht. Wir haben hier teuer eingekauft. Das muss verräumt werden. Natalie ist Pemikan. Alles klar. Ich trage erstmal diesen Pemikan hier weg. Stella, mach erstmal hier weiter. Genau, den Rest könnt ihr ja alles so reinschleppen. Aber ich glaube, die Motivation zum Schleppen passt momentan. Wunderbar, das ist doch gut. Alles verräumt soweit. Dann können wir die Arbeit wieder reduzieren und dann ist die Folge leider schon wieder vorbei. Ist ja schade, ne? So. Dann haben wir das und um das Giftschiff müssen wir sich auch noch kümmern. Na gut, meine Freunde, ich würde mal sagen, das war's jetzt von dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Miau. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüssili.